Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und sprechen über die zunehmende Sorge, logischerweise angesichts des Infektionsgeschehens, auch über das, was den Profifußball anbelangt. Bei den Bayern hat man es beispielsweise erlebt, Serge Gnabry einmal positiv, dann dreimal negativ getestet. Hansi Flick hat gestern bei uns zumindest die Vermutung geäußert, dass der Test fehlerhaft gewesen sein könnte. Und bei Heidenheim, beim FC Heidenheim, haben sich auch vergleichbare Dinge getan, die wir jetzt erläutert bekommen werden, von Holger Sandwald, dem Vorstandsvorsitzenden, den ich ganz herzlich begrüße. Schönen guten Tag, Herr Sandwald. Hallo nach München. Ja, was war in diesem Punkt Corona bei Ihnen in den letzten Tagen los? Ich habe gelesen, 5 oder 6 zunächst positive Fälle, die dann sich doch als negativ bei der nächsten Testung herausgestellt haben. Wie war es genau? Ja, war folgendermaßen. Wir haben unter der Woche am Mittwoch unseren turnusgemäßen Corona-Test mit der Mannschaft und unserem Trainer- und Funktionsteam gemacht. Dabei wurde ein Spieler, nämlich der Maximilian Thiel, leicht positiv getestet. Der Rest war, wie Gott sei Dank, die letzten Monate immer negativ. Leicht positiv, da wurde man ein bisschen, sage ich mal, unsicher. Oder wir haben gesagt, was heißt leicht positiv? Müsste man eigentlich nachtesten lassen, weil wir haben so einen ähnlichen Fall schon mal gehabt vor ein paar Monaten. Da betraf es ein anderes Mitglied unserer Mannschaft. Und da war dann der Test darauf tatsächlich negativ. Deshalb haben wir gesagt, eine Abstimmung im Gesundheitsamt, weil wir natürlich nicht wollten, dass der Maximilian Thiel ausfällt, und um alle, sag mal, Eventualitäten auszuschließen, dass wir ihn, aber auch die ganze Mannschaft, da hat das Gesundheitsamt drauf bestanden, nochmal testen lassen, nämlich dann am Donnerstag. Und dann eben, weil schon leichte Zweifel da waren, eben nicht mehr bei unserem Laborpartner in Augsburg, sondern hier beim Klinikum in Heidenheim. Die haben uns da Nachbarschaftshilfe angeboten, vielen Dank an der Stelle. Und tatsächlich war es, nein, Entschuldigung, das war dann danach später, das muss man aufpassen, nichts zueinander bringen. Nochmal in Augsburg, so rum war es. Zunächst der Schritt nochmal in Augsburg. Und darauf kam dann das Ergebnis, Maximilian Thiel negativ, aber 5 weitere Fälle positiv. 4 Spieler, eine Person aus unserem Trainer- und Funktionsteam. Und das hat uns natürlich dann, sagen wir, total umgehauen, weil wir am Mittwoch einen Test hatten, einer positiv mit Maximilian Thiel, dann einen Tag später eher negativ und 5 weitere, die einen Tag vorher getestet waren, auf einmal alle positiv. Das konnte irgendwie nach Menschenverstand, ich bin kein Arzt und kein Virologe, aber nach reinem Menschenverstand haben wir das hier nur sehr schwer verstanden und haben dann gesagt, wir lassen das jetzt nochmal prüfen von einem anderen Labor, um sämtliche Zweifel auszuräumen, auch in Abstimmung hier mit dem Gesundheitsamt. Und dann, das, was ich vorher gerade ein bisschen durcheinander gebracht habe, war ein bisschen hektische Woche, dann kamen die Ergebnisse aus Heidenheim am Freitag und da waren alle negativ. Das, was wir schon irgendwie so ein bisschen im Bauchgefühl hatten. Daraufhin hat das Gesundheitsamt gesagt, um ganz sicher zu sein, müssen wir nochmal einen Test machen, auch der turnusgemäße Test, der ja Matchday-1 gemacht werden muss, einen Tag vorm Spiel, am Samstag, nochmal die ganze Mannschaft, diesmal auch noch mit Mitarbeiter hier vom Heidenheimer Gesundheitsamt, um alle Möglichkeiten auszuschließen. Und das hat Gott sei Dank dann gestern die erlösende Nachricht gebracht, dass die gesamte Mannschaft, also Maxi Thiel plus die 5 anderen, alle negativ waren oder sind, sodass wir jetzt praktisch diese Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag getestet wurden und ja, jetzt froh sind, gestern dann noch trainieren zu können. Dürfen die heute spielen? Ja, heute dürfen alle spielen, weil sie eben jetzt mittlerweile zwei negative Tests haben. Sind wir sehr froh darum, dass jetzt alle zur Verfügung stehen. Haben Sie nachgefragt, wie sich diese unterschiedlichen Tests erklären? Ja, klar haben wir das gemacht. Das ist natürlich jetzt eine Sache, da komme ich auch medizinisch an meine Grenzen. Ich bin Fußballmanager und kein Arzt oder Virologe. Wir haben es so vereinbart, auch mit Abstimmung mit der DFL, dass die Taskforce Sportmedizin, die ja im Endeffekt das ganze Konzept erarbeitet hat, dass sie sich in aller Ruhe nächste Woche darum kümmern, was da die Ursachen sind. Und da vertrauen wir auch der DFL, dass es in die richtige Richtung geht. Das können wir letztendlich, muss ich sagen, nicht wirklich richtig beurteilen. Wie hätten Sie reagiert, wenn Sie auf die Spieler hätten verzichten müssen und sich im Nachgang sozusagen herausgestellt hätte, dass die Tests aus welchen Gründen auch immer fehlerhaft sind? Würden Sie in so einem Fall Proteste anlegen oder sagen, nein, in diesen Zeiten müssen wir die Dinge so nehmen, wie sie sind?
Ja, ich denke, es ist eher so, wie Sie es gerade sagen, der zweite Fall. Ne? Ich meine, es sind auch nur Menschen, die in einem Labor arbeiten. Wir können auch nicht beweisen oder belegen, dass die Tests wirklich negativ waren. Die Vermutung liegt sehr nahe und die Annahme ist groß. Aber ich denke, man muss es schon erstmal richtig medizinisch aufarbeiten, was der Fall war. Ich bin heilfroh, dass wir so reagiert haben, wie wir es gemacht haben. Nämlich gesagt haben, wir machen, das hätten wir nicht geschafft ohne das Klinikum hier in Heidenheim. Die haben uns wirklich sehr geholfen. Machen nochmal die Testung. Das wurde dann, die haben wirklich mehr oder weniger dann auch nachts das gemacht und durchgearbeitet, haben mir Personal zur Verfügung gestellt. Es war wirklich großartig, sodass eben das Spiel nicht gefährlich war. Die wollten einfach, dass wir spielen können und das ist schon wirklich toll. Herr Sandwald, vielen herzlichen Dank. Es sind dramatische Zeiten und Sie haben das sehr eindrucksvoll geschildert. Dankeschön. Bitteschön. Grüße nach München.